Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Eisdorf. Da sind wir nämlich gerade, im eisigen Dorfe. Wir haben den Schatz nicht gefunden. Das ist die Schweinshöhle. Ich glaube, die können wir mal ganz locker ignorieren. Ich lasse sie erst nochmal, aber Eisdorf lassen wir natürlich eingeblendet. Ja, hier ist nicht viel los in Eisdorf. Hier rennen die Katzen rum. Hier ist ein Schatz vergraben, angeblich. Wir sind nicht ganz alleine. Der Zordern ist da. Hurra, hurra. Der Zordern ist da. Wir wollen mal ins Oberdorf gehen. Es gibt nämlich noch ein Oberdorf. Haben die Dorfbewohner mir erzählt. Vielleicht sind da nicht alle arbeitslos. Auf jeden Fall gibt es hier viele Katzen. Und Oberdorf und Unterdorf sind überhaupt nicht verbunden. Null. Irgendwie haben die was gegeneinander. Die vom Oberdorf schicken immer ihre Katzen ins Unterdorf, damit die da alles voll... ihr wisst schon. Ah, guck mal, und hier sind doch die ganzen Arbeiter. Er hier zum Beispiel. Der verkauft Korn, ist recht günstig. Ja, ja, sei nicht so aufdringlich. Bisschen zugewachsen hier bei euch im Oberdorf. Wie? Habt ihr vielleicht den Schatz aus dem Unterdorf geklaut? Das glaube ich nicht. Ah, hier haben sie ihre Hütten. Recht schön. Hier oben sicher gelegen vor Flut und Wind. Sehr bescheiden natürlich, wie die Dorfbewohner immer sind. Auch hier neu gedungen. Du bist doch arbeitslos. Ja, ja. Ah ja. Und die beiden mögen sich auf jeden Fall. Ja, und hier im Oberdorf, ihr seht schon, ist auch nicht so viel los. Also, was machen wir? Wir werden nochmal nach dem Schatz gucken. Wir werden aber auch mal das Boot uns schnappen. Ich mache mir hier mal ein bisschen Holz. Einfach, weil ich es kann, ne? Zack. Okay, ein bisschen Holz fürs Boot. Dann gehen wir wieder runter ins Unterdorf. Das ist doch interessanter da. Denn da ist ja diese merkwürdige Ruine, die wir gefunden haben. Und da, ich will jetzt nochmal gucken nach dem Schatz. Also hier ist auf jeden Fall alles ganz schön zerstört. Es müsste einiges, bräuchte einiges, um hier wieder Ordnung zu schaffen, ne? Ich könnte ja mal sehen, ob ich mal Fackeln mache, ein paar. Fackeln. Zack. Mal 28 Fackeln. Kann ich schaden. Ah, ich stehe auf meinem Bett. Ich habe schon vermisst. So, aber hier ist echt nirgends. Oh, guck mal. Eisen. Können wir natürlich gebrauchen. Hier ist echt nichts. Also, ich habe fast den Eindruck, dass dieser Schatz... Hier kommt ein Creeper. Mistikack. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz mein Schwert rausholen. Zack. So. Bäm. Ja, hier ist kein Schatz. Absolut nicht. Wo habe ich denn meine Fackeln? Obwohl mir die Karte das sagt, ne? Die Karte sagt, hier ist ein Schatz. Aber irgendwie ist hier keiner. Ich leuchte hier mal ein bisschen aus. Oh, hier ist noch Eisen. Das können wir doch mitnehmen, ne? Schon mal hier sind. Ja, nee, wir wollen ja. Dann würde ich sagen, okay, Schatz ist keiner mehr da. Oder nie einer gewesen. Und irgendein Witzbold hat diese Karte gezeichnet. Und lacht sich kaputt über uns, dass wir jetzt hier rumrennen und einen Schatz suchen, den es nicht gibt. Dann werden wir das hier wieder versiegeln. So ist der Plan, ne? Wir versiegeln das wieder. Und hier blubbert irgendwo Lava. Na super. Hier, das kann man wegwerfen. Das olle Kelp will doch keiner haben. Moment. Das olle Kelp will doch keiner haben. Ja, ich habe so ein paar Pläne. Erstmal möchte ich natürlich für den Cedric, weil wir es ihm ja sozusagen versprochen haben. Ja, jetzt nehme ich natürlich das Korn mit und das nicht. Schmeiß das Korn wieder weg, dann habe ich das wieder. Ich glaube, ich packe mal meine Kisten, packe ich mal hier bei... wir machen mal eine neue Kiste. Wo ist denn hier der Wegpunkt? Ich muss ja mal zurechtfinden hier. Ist ja alles total wirr. Hier kommt man auf jeden Fall wieder raus und hier machen wir dicht, ne? Hier machen wir dicht, dass hier keiner reinfällt. So, und unser Pferdchen ist da hinten. Ja, du bist auch Bauer. Ja, genau. Nämlich gar nicht alles nur Arbeitslose. So, jetzt machen wir auch Folgendes. Jetzt machen wir nämlich mal eine Werkbank. Natürlich machen wir eine Werkbank. Habt ihr recht. Wir machen immer Werkbänke. Die Blume packen wir mal weg. So, so, so. Die Werkbank stellen wir mal hier hin. So, aus der Werkbank machen wir uns jetzt eine Kiste. Also nicht aus der Werkbank, sondern mit der Werkbank. Eine Doppelkiste. Damit wir hier mal ein bisschen den Krust loswerden. Ne? So, zack. Und da packen wir jetzt erstmal den ganzen Krust rein. Ich packe erstmal alles rein.
nehmen dann hinterher die wichtigen Sachen wieder raus. Das geht einfach schneller. Ah, hier Schere, Krams, die Karte, das, das, das. Das behalten wir sowieso. Jetzt nehmen wir uns hier unsere Kisten wieder raus. Und natürlich auch die zwei Smaragde. Und ich würde sagen, wir bauen uns ein Boot, ne? Für Boot brauchen wir das hier. Keine neuen, aber auch doch ein paar. So, das ist ein sehr massives Boot. So ist die einfache Form. Und die Fackel nehmen wir uns mit. Den hier nehmen wir uns auch mit, falls wir nochmal Plünderern begegnen. Das Schild lasse ich mal da. Das hat mir nicht viel gebracht, ganz ehrlich. So, und hier haben wir nämlich... genau, jetzt haben wir ein Boot. Kleiner Huster schneide ich natürlich hinterher raus. Es gibt hier... Hier unten überall noch... welche von diesen Untoten hatte ich gesehen. Müssen das nochmal genauer untersuchen hier, die ganze Ecke. Und guck mal, da unten ist nämlich auch noch so eine Art Tempel. Hier, ne? Aber hier ist nichts, außer so ein Strudel, der einen nach unten zieht und tötet. Gut, okay. Jetzt wird es wieder dunkel. Das Bett habe ich natürlich auch nicht mitgenommen, ne? Das brauchen wir ja nicht, das Bett. Ist ja nur Zordern da, verdammt. Ich gehe mal hier in Schwimmmodus. Hui, das ist mal schneller. Delfine gibt es ja natürlich keine. Ist ja viel zu kalt für Delfine. Ist ja Logo. Delfine gibt es hier nicht. Schnell das Bett raus. Da, zack, zack. Und pennen. Ach, guck mal, der Sonnenuntergang über den Eisbergen. Wie schön. Und heute am frühen Morgen, das Bett nehmen wir natürlich mit. Klar, Logo. Werden wir mal eine kleine Fahrt machen zu den Eisbergen raus, würde ich sagen. Vielleicht liegt da das Rätsels Lösung. Wir haben ja den Wegpunkt, uns kann also nichts passieren. Und schaut euch mal diesen riesen Blaueisberg an hier. Ich werde erstmal so ein bisschen rumfahren, ein bisschen erkunden. Ich schätze mal, hier wird es auch Eisbären geben eventuell. Oha. Und guck mal, da unten ist schon wieder so ein Tempel. Da ist schon wieder so ein Tempel. Da sollten wir vielleicht mal runtertauchen. Ich nehme mal die Behutsamkeit. Dann können wir nämlich auch die Seelaterne abbauen. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Ich glaube, wir können die auch ohne Behutsamkeit abbauen. Ist natürlich saukalt hier. Aber hier ist wieder eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Sehr gut. Da ist ein Goldhelm drin und ein bisschen Kohle. Okay. Den Goldhelm nehmen wir natürlich auch mit. Klar, Logo. Und die Seelaterne bauen wir ab. Ja, da ist er. Und hoch. Oh ja. Oh ja, es wird Zeit. Hui. Ja. Okay, Eisbären und mit Kleinkind. Das ist immer besonders gefährlich. Da hinten sehe ich auch noch Blaueis. Warte mal. Springen wir wieder ins Boot rein. Ah, da hinten ist auch noch blaues Eis. Hier ist auch noch blaues Eis. Das war der Berg, den wir gesehen haben. Okay. Dann fahren wir hier mal quer. Da ist auch noch blaues Eis, ne? Das werde ich dann abbauen. Ich werde jetzt schon mal ein bisschen was abbauen, aber wir werden dann noch was abbauen, wenn wir wieder, wenn ich wieder alleine bin, weil das ja nicht so interessant für euch ist. Da ist diese merkwürdige Ruine. Und wisst ihr was? Diese Ruine sieht so ein bisschen aus wie so eine Vorform. Ah ja, ich bin ein bisschen verfranst. Wie so ein Vorgebilde von dem, von diesen Pillager-Türmen, oder? Ich glaube, ich gehe mal hier aufs Eis. So, Boot einsammeln muss man natürlich wieder ins Wasser, klar. Von den Pillager-Türmen, ne? So ein bisschen schon irgendwie. Als wenn das so eine frühe Form davon ist. Oh, und schaut mal da hinten. Wahnsinn. Hier im ewigen Eis jetzt unterwegs. So, die Seelaterne nehmen wir natürlich mit. Und ich glaube, beim Dorf war auch noch so eine Seelaterne. Die nehmen wir uns natürlich auch mit. Ja, ich könnte natürlich versuchen, die ganzen drei Elmländer hierher zu holen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal das Dümmste, was wir machen könnten. Hey, wir können immer sehr dumme Sachen machen. Und guck mal hier, Blaueis. Direkt vor der Nase. Hops. Das nehmen wir natürlich mit, klar. Das gute blaue Eis, was ist denn jetzt? Wird ja so dunkel. Das nehmen wir alles mit. Das normale auch. Jetzt werden wir hier ein bisschen abgetrieben. Ich will nicht abgetrieben werden. So.
Das blaue Eis lässt sich auch echt schwerer abbauen. Jetzt werden wir hier auch reingetrieben. Das ist nicht so schön. Da will ich weg. Ich suche noch so einen ganz großen Bratz mit blauem Eis. Hier hinten sind ja noch richtig hohe Berge. Aber so unglaublich viel ist jetzt hier auch nicht, ne? Ja. Wir fahren hier einfach nochmal ein bisschen rum. Man muss auch geduldig sein. Ey, ist das eine Unterwassertempel? Oh ja, das ist ein Unterwassertempel. Freunde, und guck mal, der ist so halb vom Blau, vom Eis verschluckt. Wie genial ist das denn bitte? Ja. Oh, wir werden hier noch einiges erleben, Freunde. Ich habe das Gefühl, wir werden hier noch einiges erleben. Guck mal hier, was hier ist. Da werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen ranmachen. So, denn wie schon gesagt, für Cedric Blaueis abbauen ist unsere Devise. Und es ist ja auch schön, das blaue Eis. Ich weiß nicht, warum man nicht kein Packeis nimmt, weil das müsste da eigentlich auch beständig sein und nicht gleich schmelzen. Aber nun gut. Er hat sich für blaues Eis entschieden. Vielleicht ist es noch schneller. Vielleicht ist blaues Eis einfach noch schneller. Wir bauen das jetzt hier mal ab. Das Packeis lässt sich super leicht abbauen. Das Blaueis zickt so ein bisschen rum. Alter Schwede, wie viel das ist, ne? Wir haben schon fast einen Stack voll. Also einmal hier auf jeden Fall voll. Für den Cedric, für seine Strecke. Mal sehen, wie viel dann im Endeffekt zusammenkommt. Ich werde mich dann hier noch ein bisschen rumtreiben in der Gegend. Scheint ja echt ein interessantes Eckchen zu sein. Hier mit Eisdorf und dem Unterwassertempel. Dann könnten wir theoretisch auch in den Unterwassertempel gehen, ne? Ist echt ärgerlich, dass ich jetzt meine Froschkappe nicht dabei habe. Allerdings könnten wir versuchen, Obsidian herzustellen. Und dann einfach, was haltet ihr davon? Wenn wir jetzt Obsidian herstellen, könnten wir ja theoretisch uns die Froschkappe aus Hundsgrab sozusagen per Post bringen lassen. Also es sind ja diese magischen Truhen, die den Inhalt immer dahin teleportieren, wo man gerade ist, also wo man die Truhe gerade öffnet. Das wäre doch eigentlich gar nicht so dumm. Da unten schwebt auch noch ein Block, den holen wir uns auch noch. Jetzt haben wir es hier alles schon kaputt gemacht. So, passt mal auf. Und da hinten sehe ich noch mehr davon. Hier ist wieder Festland. Ein Unterwassertempel im Eis. Wie cool ist das? Ja, es ist schon recht groß. Also hier ist noch Blaueis. Hier fahren überall Eisberge durch die Weltgeschichte. Na, da unten ist wieder einer von diesen Meeresuntoten. Den könnten wir uns schnappen, ne? Was ich auch noch nicht habe, und ich habe schon wieder dieses doofe Korn hier irgendwie. Was ich auch noch nicht habe. Oh, wie tief ist denn das hier bitte? Hallo? Oh, der hat einen Dreizack dabei, Mist. Der ist gefährlich. Ja, komm mal hoch. Komm mal hier hoch. Da wirst du schon sehen, was er davon hast. Ich gehe runter zu ihm. Ha, daneben. Daneben, Freundchen. Autsch. So, was hast du jetzt davon? Natürlich hat er den nicht fallen lassen. Ich habe nie das Glück, dass die diesen Dreizack fallen lassen. Nie. Ach Mann, schade. Wäre ja auch schön, wenn das dann bei der Aufnahme passiert und nicht irgendwann, wenn ich mal irgendwie mal wieder so einen von den Burschen erledige. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Naja. Wo kam der denn jetzt bitte her? Da unten muss doch irgendwas sein, wenn der daher kam. Hier ist das Meer allerdings auch sehr tief, ne? Und guck mal, die Eisberge selber, die haben auch nochmal Blaueis in sich gelagert. Das ist in sich gelagertes Blaueis. Und da unten ist das... Ah, da unten sind noch... Ah, das ist gut. Da könnten wir nochmal hingucken. Allerdings ist das natürlich gefährlich ohne unsere... wir brauchen Obsidian, Freunde. Wir brauchen Obsidian und dann können wir diese Meerestempel richtig erkunden. Für Obsidian brauchen wir aber... Wie war denn das Rezept? Warte mal. Wie heißt denn das Ding? Endertruhe? Enderperle.
Ender. Ja. Und eine Enderperle brauchen wir, ne? Eine Enderperle und, genau. Ja, ganz schöner Aufwand. Ganz schöner Aufwand. Hier ist so eine kleine Insel. Wir können es auch mal so versuchen, ne? wir können es auch mal so versuchen. Ich fahre nochmal zurück zu dieser Stelle. So unglaublich tief war das da ja nicht. Wir müssen halt nur ein bisschen vorsichtig sein. Dann werden wir uns das mal angucken da. Ach, mein Hungerbalken ist weg. Ja, klar, Logo. Weil ich, pass mal auf, ich habe eine Idee. Mein Hungerbalken ist ja weg, weil ich im Boot sitze. Im Boot kriegt man keinen Hunger. Deshalb sind die Leute ja auch immer zur See gefahren, weil, wenn die aufs Meer rausgefahren sind, haben die niemals Hunger gekriegt. Das ist total gut. So, machen wir hier mal ein bisschen Platz. Das können wir ja auch noch zu Blaueis ummünzen dann später mal. Komm, wir haben schon anderthalb Stack bald von dem Blaueis da. Das ist ganz gut. So, jetzt machen wir uns hier nämlich mal eine kleine Basin. Und wir haben noch, okay, wir haben eine Werkbank, kann ich noch bauen. Das war's dann aber. Ja, hier die olle Leber, die hat er mir hingeschmissen, ne? Die hätte er auch behalten können gerne. Wir können da drüben zum Festland fahren, um uns... Ich tauche einfach mal runter, mal sehen, wie tief das ist. Hier ist der Tempel. Da sind auch Meeresuntote drin, ne? Da ist auch einer. Ganz schön viele, ne, von den Brüdern. Ganz schön viele von den Brüdern. Wir machen Folgendes. Passt auf. Wir fahren kurz da ans Festland, holen uns ein bisschen Holz. Ich weiß, ich habe Holz zurückgelassen. Das ist mir schon bewusst. Aber wir wollen mal schauen. Ey, seid ihr eigentlich recht genügsam mit mir. Außer das mit dem Fuchs. Das habt ihr mir übel genommen. Das ist auch richtig. Das war nicht nett. Das war echt nicht nett mit dem Fuchs. Da bin ich auch ein bisschen betrübt. Aber nur ein bisschen. Schaut mal, hier ist nämlich eine schöne Insel. Ah, hier ist auch sehr kalt natürlich auf der Insel. Logo, Logo, weil ist ja im ewigen Eis. Man hört ja auch den Wind, wie er hier pfeift. Was ja dieses wunderbare Ambiente ist, was wir in letzter Zeit genießen dürfen. Und ich habe Hunger. Ja, vielleicht hole ich die drei Ämter einfach mal hierher. Und dann werden wir uns diesen Pillager-Turm vornehmen. Oh ja, und vielleicht hier ein bisschen Packeis abbauen oder so. Gibt ja vieles, was wir hier noch machen können. Habe ich das eingesammelt, das Holz? Ja, das ist gut. Wenn wir diese Insel mal entrinden hier, ein wenig entbäumen, obwohl es ja eigentlich fast eine Sünde ist, hier die Bäume abzuknebeln. Denn immerhin gibt es hier nur so ein paar. Und das sind ganz harte Dinger. Die sind hier in diesen widrigen Bedingungen gewachsen. Das sollte reichen. Und wir hauen die jetzt ab. Naja. Es gibt Schlimmeres. Wir könnten auch zum Beispiel Sting sein oder so. Ist hier eine Höhle? Hier ist eine Höhle. Auf der Insel ist eine Höhle. Es geht hier sogar ganz schön weit runter. Oh, okay. Also hier ist alles. Ne? Hier ist wie so ein Vergnügungspark. Eisdorf ist wie so ein Vergnügungspark. Hier gibt es echt alles. Aber ich sag mal, wenn wir die Wahl haben zwischen Höhle und eventuell einem Unterwassertempel, dann wähle ich den Unterwassertempel, weil die gibt es seltener. Was ich jetzt vorhabe mit dem Holz, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Ich will ein wenig tricksen. Ein wenig tricksen, um hier nicht unbedingt mir meine Endertruhe herzuzaubern. So, passt mal auf. Sonst früher gab es immer beim... War das nicht so, dass es beim Schmied Endertruhen gab? Nee, ne? Das habe ich mir, glaube ich, nur eingebildet. Ich mache jetzt nämlich mal hier ein paar Türen. Und zwar genau 6 Stück. Genau, genau, wir machen ein paar mehr Türen, so, zack. 9 Türen, und jetzt können wir nämlich runter, und dann können wir uns nämlich da unten und am Leben halten, mit Türen. Weiß ja jedes Kind, ne, im Grunde weiß das jedes Kind. Ich gehe mal hier hin. Jetzt können wir nämlich hier reingehen, und haben da Luft. Hahaha. Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal diese Typen vor. Sind, glaube ich, hier drin. Ja, ein paar davon sind hier drin. Ist hier eine Truhe drin? Ja, ist. Aber nur Krust, ne? Nur Krust in den Truhen. So, wo ist meine Tür? Da.
Soll ich mir echt so eine Seelaterne hier hinmachen? Kurz Luft holen. Die Meeresuntoten wissen jetzt gar nicht, wie sie das wechseln sollen, was wir hier machen. Wir werden jetzt töten, ihr alle. Ich töte euch jetzt alle, ne? Das ist euch schon klar. Und können eigentlich nur die, Meeresuntoten... Pass auf, wir machen einfach hier eine Tür hin. Na, haben wir da ein Luftloch. Was ist kein Cheaten? Seid ihr irre? Das ist kein Cheaten. Und da kommt der kleine Meeresuntote angelatscht. Ja, komm mal her. Da kommt noch eine ganze Menge. Da kommt noch eine ganze Brigade, sozusagen. Dann können wir hier ganz locker stehen und uns die Brüder vornehmen. Auch so natürlich, ne? Und es hört sich immer so an, als wenn die gurgeln. So, gehen wir wieder rein. Lassen wir die erstmal wieder ein bisschen kommen. Das Problem wird nur, wir können uns nicht auf die andere Seite der Tür stellen. Auch du, mein Kleiner. Und auch du und du. Euch alle werde ich vernichten. Da ist auch noch eine Truhe drin, ne? Bei dir da. Die holen wir uns jetzt gleich. So, kurz Luft holen. Kommt schon wieder der nächste an. Die sind auch langsam. Es wäre echt besser, wenn die unter Wasser total schnell wären eigentlich, ne? Das wäre ja auch sinnvoll. Da ist die Truhe. Auch nur Krust und auch noch eine Karte. Und wir bauen uns mal hier das Ding ab. Pling. Ja. Einsammeln muss ich die natürlich auch. So. Und dann können wir uns theoretisch jetzt auch hier Beleuchtung auf unseren Ding machen. Auf unseren Dingerich. Muss aber nicht. Früher war das so geregelt, dass der Graf... Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Was mit euch? Wir haben ja auch Laterne nicht dabei? Nö, haben wir nicht dabei. Ich könnte mal auf die Karte drauf gucken, ne? Solange die hier angelatscht kommen, die Brüder. Oh nee, das ist eine andere Karte. Das ist eine andere Karte? Oder? Ist das dieselbe Karte? Es scheint mir fast eine andere Karte zu sein. Muss aber nicht. Ja, jetzt kommt da alle hochgeschwommen, ne? Jetzt kommt da alle hochgeschwommen. Jetzt, wo die Party vorbei ist. Passt mal auf, ich kümmere mich um euch. Mit meiner Elbenklinge. Ha! Elbenklinge. 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 Und da hinten scheint der Haupttempel zu sein. Hier so, ne? Was da drin nischt. Wo sind meine Türen? Ihr alten Gurgelköppe. So. Jetzt können wir hier schön in Ruhe die Lampen abbauen. Ja, die kommen irgendwann, natürlich, klar, die werden das hier auch finden. Mal her, die Lampe. Weil Seelaternen sind recht selten, ne? Also, ja, im Wassertempel findet man die. Und natürlich hier in diesen komischen Bauten, die die Jungs hier haben. Es dauert natürlich ein bisschen länger, wenn ich hier was abbaue, weil, kennt er ja, ne? So, haben wir das hier auch erkundet. Ich hole mal weiter Luft. Da sehe ich auch noch so eine Seelaterne. Die nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Na, warte mal. Ich muss schon stehen. Oder knien. Das geht beides. Tür. Und diese drei Zacks sind wirklich sehr selten. Die sind selten anscheinend. Ja, und in diesen Seeschätzen findet man dann immer... Oh, guck mal. Ah, hab ich den kaputt gemacht jetzt? Die Seelaterne? Aber warum? Hä? Hier ist noch eine Karte drin. Und ein Smaragd. Ja, okay. Das ist ja nicht sehr ergiebig hier. Wir werden mal gucken. Ich gehe mal hier rein, ganz kurz nochmal. Hinter mir gurgeln sie schon wieder rum. Ah, da oben kommt einer, ne? Hier. Tot bist du. Da sind noch ein paar drin. Wollen wir die mal rauslassen? Hat einer von euch einen Dreizack dabei, zufällig gerade? Können uns hier auch eine Tür hinstellen. Warte mal. Ach, hör doch auf. Moment. Ich muss in den Türenstrudel rein. So.
Ja, das tut weh, ne? Das ist die Elbenklinge. Und ich glaube, ich befürchte fast, ihr seht gerade nicht viel, ne? Kann das sein? Ich komme rein zu euch. Oh, haben wir keine Luft mehr? Ich glaube ja. Oh, weil wir hatten keine Luft mehr. Das ist natürlich gefährlich. Sonst sind die Jungs ja nicht so die große Gefahr. Okay, Luft ist voll. Gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, hier ist nicht viel los bei den Herren. Ich glaube, wir fahren mal weiter. Ich glaube, wir fahren mal... wir gucken mal, ob die Karte die gleiche Karte ist. Ich habe fast die Befürchtung, dass es die gleiche Karte ist. Vielleicht finden wir ja auch eine Endertruhe, ne? Okay, wir müssen nach da. Ja, nee, das ist... scheint doch... Ah, das scheint doch eine andere Karte zu sein. Okay, wunderbar. Ach Leute, so ein Abenteuer ist doch ein Abenteuer, oder? Wir müssen da an den Strand ran. Da muss irgendwo was vergraben sein. Sagt die Map. Und weh, da ist jetzt wieder nichts. Also hier im Grunde. Hier so? Ja. Ja, noch ein paar Meter weiter. Also eigentlich genau... ziemlich genau hier, ne? Ziemlich genau hier muss da irgendwas vergraben sein. Gucken wir mal. Freunde, das gibt's doch nicht. Die sind meistens gar nicht so tief vergraben, ne? Wir sind Bärenschatzsucher, also ihr. Ich ja nicht. Ihr macht ja immer den Käse ja. Dass ihr die Schätze nicht findet. Es muss doch hier irgendwo sein. Freunde. Jetzt mal ehrlich. Guck mal auf die Karte. Noch ein Stück weiter oder wie? Mein Bett habe ich ja dabei, das ist gut. Ah Mann, diese Kälte. Wir könnten uns ein Lagerfeuer machen. Vielleicht. Aber hier muss ja irgendwo der Schatz sein. Da hinten ist Wald. Und da sind Schildkröten. Das Eisschildkröten oder was? Haben die kein Problem mit der Kälte? Ich daher würde jetzt sagen, die Herren haben ein Problem mit der Kälte. Psss. Seid ihr Eisschildkröten oder was? Das ist ja genial. Und hier riesige Weiten. Weiten, die auf uns warten sozusagen. Aber jetzt hört mal zu, Schildkröten. Wo habt ihr den? Habt ihr den aufgefressen oder was? Das finde ich jetzt nicht gut. So in der Form. Okay. Oder ist der da, wo unser Kopf ist oder da, wo unser Schwanz ist? Also unser Hinterteil. Ich möchte das jetzt ungern aufgeben hier, das Projekt. Das Projekt, wir werden reich. Schön und reich. Also reich, schön sind wir schon. Hahaha. Schön dumm, wenn wir hier nichts finden. Ich trage hier die ganze Schildkröteninsel ab, ist mir egal. Es geht hier um Geld, also um Gold. Da. Na gut, Warnung hat irgendwie gefruchtet. Oh. Wartet mal, haben wir noch Türen dabei, gerade zufällig? Ja, haben wir. So, ich gehe mal hier rein. Moment, ich muss mal was essen. Oh, habt ihr gesehen, da war wieder so ein Herz des Meeres. Eisen nehmen wir natürlich gerne. Prismarins nehmen wir auch gerne. Fisch, ja, das Gold lasse ich auch nicht liegen. TNT. TNT. Nehme ich auch mal mit. Die Smaragde nehme ich auch mal mit. Und das Herz des Meeres natürlich auch. Und den Fisch eigentlich auch. Eigentlich hätten wir gleich alles mitnehmen können. Nur die Kiste lassen wir stehen. Hahaha. Wir haben die Schildkröteninsel so ein bisschen vergrämt. Aber ihr habt noch genug Lebensraum, ne?
Nein, ich bin kein Feind von irgendwelchen Tieren. Das ist totaler Quatsch. Und das dürfte dann die gleiche Karte sein hier. Ja. Ist die gleiche Karte. Die können wir da reinpacken in die Kiste, die Karte. Zack, zack. Weil dieser Schatz ist ja jetzt gehoben. Von uns. Kleiner Hust, dann schneide ich dich hinterher raus. Tut mir leid, dass ich gerade so husterig bin. So, Freunde. Okay, wir haben hier einiges erkundet. Und ich würde sagen, ehe wir uns jetzt noch weiter hier verwransen, weil hier ist, glaube ich, das Eismeer zu Ende. Hier ist das Eismeer zu Ende. Werden wir wieder zurückfahren. Und wir wollen ja auch noch eine Höhlentour machen. Das kommt ja auch noch. Da hinten ist, glaube ich, die Stelle, wo wir vorhin gerade Ach, das ist der Tempel hier, ne? Das dürfte der Tempel sein. Temple of Love. Guck mal, der geht fast bis an die Wasseroberfläche. Das Schlimme ist, dass die Abbaulähmung immer haben dann, ne? Also, verbreiten hier diese Glitzerfische. Also diese Strahlenfische. Okay, da ist also der Tempel. Ich werde noch ein bisschen blaues Eis abbauen für einen Cedric. Und ihr könnt jetzt theoretisch abschalten. Jetzt kommt natürlich jeden Tag eine Folge. Ihr seid da voll verwöhnt hier. Jeden Tag eine Folge. Juhu. Das wird nicht immer so sein, aber momentan ist es einfach möglich. Die Eisbären. Ich habe nichts gegen Eisbären. Ich mag Eisbären. Aber guck mal, wie grimmig der guckt. Weil der nämlich... da ist noch einer. Das ist ja eine richtige Rotte hier. Der guckt ziemlich grimmig, weil der ja sein Junges dabei hat. Sein Jungen sozusagen. Und deshalb gucken die ein bisschen grimmig. Wir fahren jetzt mal hier längs. Ich hoffe, die werden mich nicht gleich angreifen. Ah, die gucken schon so. Ihr guckt schon so. Und wir fahren zurück zum Dorf. Wir sind eigentlich im Grunde jetzt beim Dorf. Haben eine schöne Tour gemacht. Hier sind auch Schildkröten. Also, Schildkröten sind ja in Hülli und Fülli. Also, da... Oh, was ist da unten? Ist ja auch noch so ein kleiner... Ach, hier ist ja alles voll noch mit so Unterwasseranlagen. Wir haben das Geheimnis mit Sicherheit noch nicht geborgen hier, was hier in der Tiefe schlummert. Ach, guck mal. Ja, noch eine Karte. Dafür gebe ich mal... Was gebe ich nochmal? Hier, die zwei Dinger. Die zwei Dinger gebe ich her. Kohle sammeln wir ein. Ist witzig, wir haben noch nicht viel nach Kohle gegraben, aber wir haben... Oh, ich ertrinke gerade übrigens. Ganz nebenbei bemerkt. Hallo, ganz nebenbei bemerkt, sie ertrinken gerade. Ach so. Guck mal, hier ist Obsidian. Da ist nur ein Klotz. Die Truhe. Da ist noch eine Karte drin. Ey, wie viele Karten wir hier finden, ne? Hier die beiden Türen. Wie Karten wir hier einfach finden. Und die sagen alle, das sind alles, die sagen alle das Gleiche. Die sagen alle, unbekannte Karte, dass da der Schatz vergraben ist. Aber das stimmt nicht. Wir haben da doch gesucht. Oder müssen wir nochmal genauer suchen oder wie oder was? Ha, das ist alles recht eigenartig. So, und hier unten war noch was, ne? Hier ist nochmal so ein Ding vergraben. Okay, ich werde mich da mal rum kümmern. Es ist nur so ein kleiner Neben... Teil hier. Ich glaube nicht, dass hier noch groß was ist, ne. Also sind überall so kleine Tempelanlagen noch um diesen Punkt verteilt. Da ist auch noch einer, guck mal. Den hätten wir so gar nicht gesehen. Und da ist eine Seelaterne und die holen wir uns natürlich, ne. Weil da, die wollen wir haben. Hüss, Seelaterne. Ja, manchmal braucht es ein bisschen. Okay, haben wir. Ich weiß nicht, warum die eine kaputt gegangen ist. Hier die Kiste hatten wir gleich am Anfang gefunden. Na, ja, genau, da ist noch ein bisschen Korn drin. Hier ist auch noch so eine Unterwasser... Da waren wir, ne? Genau, hier waren wir. Ich tauche jetzt mal hier die ganze Küste nochmal kurz ab. Ich weiß, die Zeit ist um. Aber... Wir müssen ja nochmal gucken, ne? So ein bisschen. Hier ist der Steg. Aber hier sind keine Unterwasser... Gebilde mehr, die uns interessieren müssen. Okay, alles klar. Haben wir das wenigstens schon mal abgegrast und unser Boot haben wir jetzt da hinten liegen lassen. Ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir weiterziehen sollen. Warte, ich mach mal ganz kurz den hier. Das heißt, das machen wir hinten beim
Bei unserem Lager, bei unserem Pferdchen. Das müssen wir uns gut kümmern, hat Zordan gesagt, weil es ein sehr gutes Pferd ist. Du bist ein sehr gutes Pferd. Aber warum hat dieses sehr gute Pferd denn dann keinen Namen, wenn es so gut ist? Oh, die 13 Laternen, ey, Wahnsinn. Ich stelle mal ganz kurz meine Kiste hier auf. Meine blaue Kiste für das blaue Eis. Hier stelle ich die hin. Ja, ich falsch rum aufgestellt. Ist nicht so schlimm. Und guck mal, wir haben schon 2,5 Stacks jetzt Blaueis. Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Damit können wir doch schon ganz gut leben. Und hier wachsen aber auch diese Blumen, ne? Ja, jetzt müssen wir mal sehen, ob wir jetzt weitergehen. Höhlen erkunden würde ich jetzt hier erstmal nicht unbedingt. Weil das ist mir zu nah am Dorf hier einfach. Und das scheint doch keine größeren Höhlen zu haben. Wir können natürlich den Unterwassertempel uns vornehmen. Aber es gibt hier auch keine Schmiede, ne? Ich habe hier noch keine Schmiede gesehen. Oder war das eine nicht eine... Das ist doch hier... Nee, das ist eine Gerberei anscheinend. Wir gucken nochmal ganz kurz durchs Dorf, ob hier eine Schmiede ist. Und ob da eine Endertruhe drin steht. Das interessiert mich jetzt irgendwie. Das hier ist keine Schmiede, ne? Was ist denn... Du hast dich hier ein bisschen verbaut. Kann das sein? Es ist... Also Architekten leben hier auf jeden Fall keine. Architekten vielleicht. Na, Harry... Aber einen schönen Dorfplatz haben sie mit dem eisernen Kerl. Das ist gut. Aber hier ist keine Schmiede oder sowas. Schmiediges. Jetzt kommen wir wieder von hier ran. Hier sind wieder die Ober-Eisdorfer. Gibt es in Ober-Eisdorf eine Schmiede? Oder eine Kirche oder irgendwas? Eine Kirche? Ne, hier in Ober-Eisdorf gibt es auch nur Wohnhäuser. Die Wohnhäuser haben sie alle, ne? Alle ein fettes Haus, aber keine Arbeit. Ne, ne, hier ist nichts. Auch da hinten sind ja noch ein paar Wege. Aber das sind wirklich nur Wege. Nicht etwa, dass hier eine Schmiede wäre oder so. Da hinten wachsen Blumen. Guck hier nochmal ein bisschen rum. Nö, hier ist nichts mehr. Ja, Leute, dann würde ich... Oh, warte mal. Maiglöckchen. Maiglöckchen nehmen wir natürlich mit, klar. Ich werde mich einmal wieder verabschieden hier aus Ober-Eisdorf. Unter-Eisdorf. Und wir werden uns diesen Wassertempel mal vornehmen müssen, glaube ich. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir es machen müssen. Allein schon wegen den ganzen Seelaternen wäre das eine nette Geschichte. Ja, Mau. Diamanten brauchen wir ja eigentlich gar nicht, wisst ihr? Wir haben ja erst Diamanten geschenkt gekriegt vom Tomcat, glaube ich, ne? Ja, ja. Wir haben erst Diamanten geschenkt gekriegt. Und ich gehe wieder auf den Steg, da wo ich die Folge begonnen habe. Werde ich sie auch beenden. Und wir haben die ganzen Tempel hier kaputt gemacht. Ich glaube, die untoten Meeresungeheuer, die sind sauer, die sind abgehauen. Und ich sage von hier aus, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.